Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht den Tisch, ihr seht nur meine Hände, ihr wisst, was es bedeutet. Unboxing Time. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber ja, ist ein bisschen weiter rausgesucht heute, denn wir haben eine riesige Box. Und zwar die Final Fantasy 16 sind wir mittlerweile schon. Collector's Edition. Und ja, ich muss mich leider wie immer, oder wie oft ich es auch sage, Entschuldigung für mein Ringlicht. Ich habe leider kein Studio, ich habe kein besseres Licht. Das ist immer alles so ein bisschen hier irgendwie gemacht, damit ich euch das so gut wie möglich zeigen kann. Ich weiß, es nervt ein bisschen, aber gut. Ja, ihr seid hoffentlich dran gewöhnt. Es tut mir leid. Aber ja, wir können uns das Artwork direkt mal angucken von der schicken Box, denn sie glitzert nicht nur, sondern sieht geil aus. Mit dem coolen Artwork von Amano hier auch an der Seite. Ist nicht so einfach zu zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es halt eine große Box ist. Ja. Riesige Box. Aber bevor wir zu der Box kommen, die schieben wir einmal zur Seite, muss ich dazu sagen, das Spiel ist nicht da drin. Wie ihr seht, ich habe es in der Hand, es ist nicht da drin. Das Spiel wurde quasi extra geliefert. Ich habe das Ganze im Square Enix Store gekauft, weil ich glaube, die Collector's Edition gab es auch nur im Square Enix Store. Auf jeden Fall hier in Deutschland. Keine Ahnung, ob es woanders war, aber ja. Und wenn man die gekauft hat, beziehungsweise ich habe sie natürlich vorbestellt, weil ich nicht wusste, ob ich direkt eine bekomme, natürlich spontan. Also gab es noch ein Steelbook dazu. Und hier sind, glaube ich, so Flaggen drin oder sowas. So Stoffflaggen. Kommen wir direkt zum Steelbook. Das Steelbook ist ein Pre-Order-Steelbook, wie der Name schon sagt. Das gibt es aber auch bei anderen Pre-Order-Aktionen. Das heißt, wenn ihr das Spiel normal gekauft habt, kann es gut sein, dass ihr das umsonst dazu bekommen habt, das Steelbook. Ist ein sehr schönes Steelbook, muss ich sagen. Ich finde es ganz schlicht, aber trotzdem cool. Ups. Ja, gefällt mir gut, muss ich sagen. Aber hier drin ist noch ein Steelbook in der großen Version. Aber ja, ich wollte es nur mal zeigen, wie gesagt, das war eine Pre-Order-Aktion. Die meisten, wie gesagt, die das Spiel bei, ich glaube, Amazon, ich glaube, aber alle hatten das. Saturn, Mediamarkt, GameStop, alle, die ihr kennt, werden das wahrscheinlich gehabt haben, das Steelbook. Oder ich gehe davon aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie exklusiv nur bei Amazon war und bei Square. Aber ja, bei Square finde ich eigentlich ganz cool, dass man die Collector's Edition bekommt und trotzdem noch das Pre-Order-Steelbook, das heißt, ich habe zwei Steelbooks bekommen. Finde ich ganz cool. Und hier haben wir, wie gesagt, ich hole jetzt mal nur eine raus. Die sehen alle gleich aus. Wobei, ich kann gleich auch hier aufbauen. Nicht mal dabei sind. Das sind so, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Die sind sogar total verknickert. Die waren auch vorher schon so. Ich habe zwar schon einmal reingeguckt, um ganz ehrlich zu sein, aber die waren auch schon vorher so verknickt. Vor allem hier so. Also die müsste man einmal in Buch tun oder sowas. Und die haben auch hier sowas, dass man da zum Beispiel ein Seil durch... also man sieht es nicht so ganz genau. Hier oben seht ihr wahrscheinlich diese kleinen Bänder. Da könnte man einen Stab zum Beispiel durchziehen oder ein Seil oder sowas. Und dann könnte man die halt auch aufhängen. Das sind die, ich glaube, Regionen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Und ich habe auch die Demo nicht gespielt. Deswegen denke ich mal, das sind die Regionen oder die... Was steht hier? Poster. Das soll ein Poster sein. Okay, das sind Poster, laut diesem Ding hier. Banner, die Nationen. Okay. Die Nationen sollen das sein. Ja, alles klar. Aber wie gesagt, auch hier Pre-Order. Das kriegt ihr, glaube ich, auch, wenn ihr das bei den anderen... Ich glaube, bei Amazon habe ich das zum Beispiel auch gesehen. Ich vermute mal, bei den meisten wird das auch dabei sein. Also Steelbook plus diese kleinen Poster, Stoffposter oder wie sie das hier nennen, wären quasi dabei. Und ja, dann kommen wir natürlich zum Spiel. Hier ist nichts Besonderes. Es gab DLC-Codes, auch Pre-Order, beziehungsweise, ja, sind glaube ich auch nur Pre-Order-Steelbooks, Codes, die habe ich bekommen per E-Mail. Hier drin ist halt ganz normal das Spiel, wie wir sehen. Und ganz viel Werbung für Final Fantasy 14. Hier sind Square Enix, diese komischen Member-Codes. Dann hier wieder diese Health Warnings, die sind ja immer drin. Und dann hier noch mehr Werbung für Forsaken, Crisis Core, Star Ocean, Tetra Rhythm, Octopath Traveler 2, Tactics Ogre, Duofield Chronicles und Valkyria Elysium. Ja, also quasi alle Spiele, die in den letzten Jahr. Ja, ich glaube, das ist alles in dem letzten Jahr rausgekommen. Also man sieht, Square Enix hat extrem viel rausgebracht in den letzten Tagen, in den letzten Jahr. Deswegen, ja. Das Ganze hat auch ein Wendecover. Für die Leute, die jetzt kein Steelbook haben, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr diese Seite oder diese Seite möchtet. Ich finde die schon schöner. Ich finde das Artwork ziemlich cool. Schade leider, dass es nicht so ein klassisches Design gibt. Das gab ja immer dieses, wo es weiß quasi alles war und dann die Schrift und nur das Logo war. Da gibt es leider keine Coverversion. Das hätten die vielleicht auf Steelbook machen können, aber ja.
Tolles Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall sehr groß darauf. Aber kommen wir zur Box. Die große Box. Wir machen sie einmal auf. Wie gesagt, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, wie man sieht. So, da kommt uns auch direkt eine andere Box entgegen. Zack. Dann legen wir mal hier hin. Und da drin ist noch eine große Box mit der Figur. So, Box ist leer. Die andere große Box zeige ich euch gleich. Wir fangen erstmal mit dieser Box hier an. Und auch hier habe ich auch schon aufgemacht. Wie gesagt, ich habe einmal kurz reingeguckt. Auf der Seite habe ich aufgemacht. Damit ich hier keine Zeit verschwende mit irgendwelchen Messerstechereien. Deswegen wollte ich das so einfach wie möglich machen. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Hier haben wir auch mehr. So. Ist diese Box auch zu, weg damit. So, und hier ist auch das zweite Steelbook. Ja, so, genau. Boom. Das sieht schon ein bisschen interessanter aus. Vor allem mit Fingerabdrücken. So, hier ist glaube ich nur so ein, was ist das? Kein DLC-Code, das ist einfach nur das Special Clive Rossfield. Heißt der Rossfield? Ich glaube, Rossfield wird es aussprechen. Clive Rossfield Steelbook Case. Okay, gut zu wissen. Was mich hier wundert, zwei Discs. Warum zwei Discs? Das Spiel hat doch nur eine Disc. Ja, das ist nur eine Disc. Weil das andere Steelbook ist nur für eine Disc. Hm, faszinierend. Ist das Steelbook? Gibt es vielleicht... Ne, eine PC-Version gibt es noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, eine PC-Version mit zwei Discs, also zwei DVDs anstatt einer Blu-ray. Vielleicht... stimmt. Ich habe mal gelesen in einem Interview, sie wollten tatsächlich zwei Discs machen, haben es aber dann noch geschafft, das ganze Spiel auf eine Disc zu kriegen, wenn man es halt installiert. Wie bei Final Fantasy Rebirth zum Beispiel wird ja direkt gesagt, dass es auf zwei Discs ist. Wahrscheinlich ein Installationsdisk, ein Spieldisk. Und dann hat man daraufhin, haben sie dann gesagt, bei Final Fantasy 16 wären sie auch kurz davor gewesen, zwei Discs zu machen und haben es dann doch noch geschafft. Vielleicht war es dann schon quasi geplant, dass das Spiel auf zwei Discs kommt und deswegen haben sie dieses Steelbook fertig gemacht. Und dann haben sie gesehen, oh fuck, wir können es doch auf eine machen und haben dann das andere Steelbook gemacht. Keine Ahnung. Das ist eine Erklärung, die ich mir jetzt einfach ausgedacht habe. Ich weiß es nicht. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass es tatsächlich, dass das Spiel... Sie haben es versucht, auf eine Disc zu lassen, aber es hätte sogar zwei Discs sein können. Weil es so groß ist wohl. Aber ja, schön ist das zum Beispiel. Das mit so einem weißen wäre cool. Also dieses klassische, aber das ist auf jeden Fall so dieses klassische Final Fantasy. Nur jetzt anstatt, dass der Hintergrund weiß ist, ist er halt schwarz. Vielleicht um eine neue Ära, weil es ist ja ein Actionspiel mehr als ein Rollenspiel. Als das klassische, sage ich mal, Final Fantasy, so wie ich das gesehen habe. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt, deswegen bin ich gespannt, wie es sich anfühlt. Aber es sieht wohl eher aus wie ein Actionspiel als so ein klassisches Rollenspiel. Was nicht jedermanns Sache ist, was ich verstehen kann. Dann sieht es ja immer was anderes. Aber ja, schickes Steelbook, vor allem weil es halt hier so ein bisschen erhoben ist alles. Also nennt man das gestanzt? Ich weiß nicht. Ja, also man sieht das ja auch hoffentlich auf dem Bild ganz gut, dass das so ein bisschen raussticht. Dieses Steelbook gibt es auch in der Deluxe-Version. Also im Prinzip ist... Das auch die Deluxe-Version, denn diese, ich vermute mal hier Stoffkarte, ist auch in der Deluxe-Version. Also das mit dem, plus das Spiel natürlich, ist die Deluxe-Version. Und bei der Collector's Edition ist halt noch, sind die Pins noch extra und die Figur natürlich. So, lassen wir das mal hier so. Dann machen wir mal hier die Stoffkarte auf. Gucken uns die mal an. So. Ja, ist eine Stoffkarte. Wie rum? Andersrum? Ne, so rum ist richtig. Jetzt mal hier gucken. So. Muss ich doch wegnehmen. Aber machen wir mal hier ein bisschen Platz. Sonst wird es ein bisschen eng. So groß ist der Tisch nun wieder auch nicht. So, zack. Schicke Stoffkarte, die wahrscheinlich die ganze Welt im Spiel ist. Man sieht hier auf jeden Fall so ein Kristall. Hier sieht man irgendwas, so ein Vulkan. Ne, hier so ein Baum oder sowas. Ne? Also hier so ein paar große Städte. Also ich denke mal, das wird alles hier irgendwie sein, die Welt, in der man im Spiel rumläuft, wobei hier zum Beispiel nichts ist, vielleicht ist das DMC-Gebiet, keine Ahnung. ja, auf jeden Fall sehr nett, so eine Stoffkarte. Ist immer besser als so ein Plakat.
aus Papier. Also Stoffkarten sind da schon was Tolles, auch wenn ich sie mir persönlich nicht hinhänge, aber ich finde es toll, dass es sowas gibt. Und dann haben wir hier, ich mache es direkt mal auf, Pins. Damit. So, holen wir die mal raus. Ja, schön. Schick, schick, schick. Kriegen wir auch Fokus, habe ich gehört. Eventuell. Ja, kriegen wir. Da sehen wir die Pins von den Beschwörungen. Wie heißt die hier? Nicht Eidolons. Steht hier drauf. Jetzt habe ich natürlich die Packung weggeschmissen. Verdammt. Icor oder so heißen die. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt auf der Packung. Icon. Metal Icon Pin Collection. Sagen sie. Und nehmen wir uns mal den hier. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Namen sind. Also Shiva habe ich erkannt. Zeige ich euch mal ein bisschen näher. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Odin vielleicht? Könnte sein, mit diesem Helm. Sieht man halt, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht ersteche. Aber ja, halt ein Pin. Gutes Material auf jeden Fall. Jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen, sondern so Standard-Pin. Also man hört ja, dass es ein bisschen metallisch ist. Blech, naja, Blech. Na, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es fühlt sich auf jeden Fall nicht billig an wie Plastik oder sowas. Also es fühlt sich schon ein bisschen besser an. Von daher. Und dann haben wir halt Ifrit Shiva, erkenne ich. Ich glaube, Titan soll das sein. Ach, das könnte Ramu? Nee. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Die 8 gibt es. Ich weiß nicht, ob es mehr im Spiel gibt, aber das sind auf jeden Fall die. Sehr schick. Was cool ist, was mir gerade aufgefallen ist. Also nicht nur, dass man das hier so machen kann, weil ich bin da so ein Mensch, der sagt, das ist eigentlich viel zu schade. Viel zu schade, sowas sich irgendwo aufzuhängen, weil das geht ja kaputt. Aber ich will es trotzdem vielleicht aufstellen. Dann habe ich gesehen, hier, wenn ich das Plastik wieder dran mache. Ob ich das auch hinbekomme? Ja, perfekt, gibt es hier hinten. Und dann kann man sich das so, also quasi wie bei so einer Wii, kann man wie so ein Bilderrahmen quasi, und dann steht das halt. Ich meine, ihr seht jetzt nicht viel davon, aber ja, quasi hier so Plastik Dinger, die man halt ausmachen kann. Das ist eine coole Idee. Also vor allem, weil es halt im Material drin ist, ist das eigentlich eine sehr, es ist eine super simple Idee. Also theoretisch kann man sich das selber basteln. Ne? Also das ist echt eine gute Idee, wenn man irgendwas hat, was man vielleicht irgendwie aufstellen möchte, aber nicht auspacken möchte. Und einfach so ein paar Löcher hier, ne? Dann kann man das so rausschneiden. Habe ich noch nie gesehen, gibt es bestimmt auch in anderen Sachen. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen. Ich finde die Idee extrem gut, weil so kann ich die einfach aufstellen. Vielleicht macht Square Enix das schon öfter bei anderen Sachen. Die haben ja manchmal auch so Figurenboxen, die dann so irgendwie verpackt sind. Ja, ziemlich gute Idee, muss ich sagen. So, kommen wir zum großen Spiel, Spaß und Spannung. Die Figur in einem Karton, wie man sehen kann, mit Folie und allem drum und dran. Auch riesiger Karton. Ich erspare uns das Ganze. Ich habe die Figur nämlich schon ausgepackt. Zusammenbauen musste man nichts. Denn hier ist sie. Tada! So, ich versuche die mal irgendwie. So, denke ich mal, kann man am meisten sehen. Wenn ich sie so halte. Ah, ist nicht einfach. Bin ich ganz ehrlich. Ihr seht, ich kann sie in einer Hand locker halten. Das heißt, sie ist nicht aus Kunststoff leider. Sie ist nicht aus, wie nennt sie das, Resin, Kunstharz zum Beispiel. Also dann wäre die deutlich schwerer und ich würde sie nicht mit einer Hand mal eben so tragen können. Ich komme auch ein bisschen näher für die Details. Ah, vielleicht sogar, das ist nicht so einfach. Wie gesagt, ich muss da ein bisschen rauszoomen, dementsprechend sitze ich etwas blöd an meinem Tisch. Aber ja, ihr seht die Details. Es ist, wie gesagt, PVC, also so eine typische, ja, eine Standardfigur von der, sowas wie von Gutsmal zum Beispiel oder Kotobukiya, die haben ja meistens auch sowas. Aber sie ist nicht schlecht. Also ich finde sie ist groß. Sie hat schöne Details auf jeden Fall. Ich lege sie mal so hin, vielleicht seht ihr sie dann am besten. Und dann so, machen wir das mal so. So, ich denke mal, so sieht man es am besten, ohne meine fettigen Finger dazwischen. Ja, ich finde, sie ist halt nicht riesengroß. Ich finde, sie ist schön groß.
Sie hat schöne Details. Ich finde halt hier diese Sachen, die dann so ein bisschen durchsichtig sind, finde ich ziemlich gut. Ja, wie gesagt, ist es leider kein Kunstharz. Bei mir ist es immer so, ich vergleiche natürlich meine Collector's Editions sehr oft mit anderen Collector's Editions, die ich gekauft habe. In dem Fall zum Beispiel die von Witcher. Und die von Witcher war halt günstiger und da war die Figur halt ungefähr gleich groß, vielleicht ein bisschen größer, aber halt die war aus Kunstharz oder Resin oder auf jeden Fall aus einem deutlich schwereren Material und viel, viel cooler meiner Meinung nach und günstiger. Aber trotzdem ist das so eine Figur, wo man, sage ich mal, 150 Euro locker heutzutage hinblättern würde, nur dafür. Und dadurch, dass es Final Fantasy ist, bezahlt man eh wieder mehr. Das ist so ein bisschen wie bei Apple. Leider, deswegen ist sie okay. Also ich finde sie ziemlich cool. Ich finde sie besser, als ich dachte. Ich hatte ein bisschen Gedanken mir gemacht, weil es halt sehr teuer ist, diese Collector's Edition, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen. Aber ja, ich finde sie trotzdem schön. Für das, was sie da ist. Hätte schlimmer sein können. Es hätte eine Agnes aus Brave Default Collector's Edition sein sollen. Die war richtig schrecklich. Aber ja, trotzdem der Preis recht hoch. So, und dann kommen wir auch schon zum Ende und zur Zusammenfassung. Hier sehen wir alles, was dabei war in der Collector's Edition. Das ist natürlich Pre-Order gewesen, aber die meisten, die Collector's Edition bestellt haben, haben das dazu bekommen. Für die meisten, die haben dann wahrscheinlich das pre-ordert oder vielleicht die Deluxe Edition, das wäre das mit der Karte. Genau, vielleicht sogar die Pre-Order-Sachen dazu im Prinzip. Ja, 350 Euro kostet der ganze Spaß. Ist nicht günstig, ganz klar, dafür kriegt man schon fast die Konsole, auf der man das Spiel spielen kann. Ist, wie gesagt, ein Batzen, ist auch eher was für Hardcore-Fans. Die 0815, was heißt 0815, die Leute, die einfach nur das Spiel spielen wollen, kaufen sich eventuell nur das Spiel oder vielleicht noch, sage ich mal, die Deluxe-Edition für 100 Euro, da habt ihr das quasi drin. Oder halt, wie gesagt, Pre-Order für 80 Euro, dann habt ihr die zwei Sachen meistens dabei, kommt noch an, wo ihr es bestellt habt. Und die Collector's Edition ist quasi die Pins und die Figur noch dazu, das war's, plus DLCs gibt es auch noch, aber die sind halt auch in der Deluxe-Version oder allgemein, glaube ich, Vorbesteller-Version sind diese DLCs dabei, ich weiß gar nicht, was es ist, glaube ich, Kostüme oder sowas, der typische Kram quasi, also nichts Besonderes. Ja, 350 Euro, ich meine, das allein ist schon mal 100, für solche Pins, sage ich mal, 30 bis 40 Euro, das zähle ich nicht, weil es umsonst ist, und die Figur 150 Euro, 200, ja, da komme ich so auf 300 Euro und dann kommen wir mit Square Enix Tags, sage ich mal, wie ich es immer gerne nenne, nochmal 50 Euro extra, weil es einfach Final Fantasy ist, weil es Square Enix ist. Ja, kommt hin, ist ein bisschen teurer, meiner Meinung nach, zu teuer, die hätte auch 250, also 100 Euro weniger, wäre vollkommen okay gewesen, da wäre ich sehr, sehr begeistert davon. So muss ich sagen, mir gefällt die Figur sehr, ich finde die Pins ganz cool, dass man sie auch aufstellen kann. Steelbooks, zwei Stück, ist natürlich cool, weil Pre-Order sind beide schön, nicht die besten, also ich habe bessere in meiner Sammlung, meiner Meinung nach, aber die sind nicht schlecht, die Steelbooks. Tolles Spiel auf jeden Fall, aber ja, 350 Euro, wirklich nur was für Hardcore-Fans oder Idioten wie mich, wie ihr sehen wollt. Die Leute, ich weiß, ich bin part of the problem, weil ich so teure Collections kaufe und dadurch die natürlich unterstütze, aber naja, als Fan, was macht man nicht? Alles, ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung zu der Collector's Edition sagen, ob euch die gefällt, ob ihr dafür 350 Euro bezahlen würdet. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe die beim Square Enix Store gekauft. Wenn sie ausverkauft sind, werden die wahrscheinlich bei eBay für 500 oder 600 verkauft. Das ist sie auf keinen Fall wert, aber für 350 ist sie auch meiner Meinung nach zu teuer. Aber wie gesagt, für große Fans, weil es ist schon eine coole Figur und das Krimskrams ist auch nicht schlecht. Von daher könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Und mir bleibt noch zu sagen, ich gehe zocken.